Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute nochmal ein anderes Thema. Und zwar hat mir damals ja der Markus eine Stabo F12 KF, die Stabo M12 KF und zwei von diesen Telefunken WT100 zugeschickt. Die hatte er noch bei seinen Eltern in München. Und ja, die hat er mir quasi damals geschenkt und sagte, da ich ja auch die Geräte sammle und so weiter, ja, wäre das ja natürlich was für mich. Ist natürlich auch was für mich. Alte Geräte ist immer gut, ne? Da stehe ich drauf. Ja, wir haben die Stabo F12 getestet damals. Wir haben die Stabo M12 getestet. Erinnert euch ja bestimmt auch noch. Wenn nicht, einfach mal in meinen Videos gucken. Braucht ihr ja nur die Lupenfunktion zu nehmen und dann könnt ihr einfach F12, Stabo F12 und Stabo M12 und dann sollte eigentlich, wenn ihr auf meinen Kanal sucht, auch direkt das Video finden. Ja, auf jeden Fall bin ich nie dazu gekommen, das Gerät mal zu testen. Ja, aber ich habe mir gedacht, heute mache ich das mal. Ja, wenn dich das interessiert, würde ich sagen, bleibt dran nach dem Intro. So, ja, also wie gesagt, das Gerät möchte ich auf jeden Fall mit euch testen. Und ich werde natürlich auch denjenigen, der mit dem ich teste, mal fragen, ob er eventuell eine Aufnahme machen könnte, dass man auch mal hören kann, wie ich bei demjenigen ankomme. So von der Modulation her und so. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber ich habe da auch schon mal Infos rausgeholt und da hätte ich selber nicht gedacht, ja. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr schätzt. Also ich hatte gedacht, so 76, 77, weil ja da der CB-Funk erst rausgekommen ist. Aber das Gerät ist von 1966. Da hat es damals von von der Funkmeldedienst die FDZ-Nummer bekommen, dass das ein zugelassenes Gerät ist. Gerät hat nur 100 Milliwatt, also jetzt nicht unbedingt eine tierische Leistung. Und ja, das sind Sachen. Aber da nehme ich euch jetzt mit, einfach mal zur Bildschirmaufnahme. Bis gleich. Ich habe mir mal ein paar Infos rausgesucht. Und zwar, dass das Gerät alt ist, war mir ja klar. Ich hatte so getippt 76 oder sowas in der Art. Aber nein, ich habe gelesen hier, und zwar steht hier, dass Telefunken WT100 ist ein Einkanal-Handfunksprechgerät im Elfmeterband. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Eigenentwicklung von Telefunken und die Geräte wurden in Deutschland produziert. Es ist vermutlich das einzige CB-Funkgerät aus deutscher Produktion. Das Gerät erhielt 1966 die ferngesteuerte Zulassung mit der FDZ-Nummer und die Geräte mussten ja damals alle immer eine FDZ-Nummer haben, sonst waren die, wie gesagt, nicht erlaubt oder nicht zugelassen für in Deutschland. Ja, die Geräte waren mit Germanium-Transistoren im Metallgehäuse bestückt. Neben der ausziehbaren Teleskopantenne hatten sie auch einen zusätzlichen Anschluss für eine Fahrzeugantenne. Betrieben wurde sie mit sechs normalen Mignon-Zellen. Des Weiteren verfügten Geräte über einen Tonruf. Die laute und klare Modulation ist wohl darauf zurückzuführen, dass ein speziell für Funkgerät entwickelte Schallwandler von der Firma Holmco mit Kunststoffmembran und nicht mit einem gewöhnlichen Kleinlautsprecher mit Papier-Pappmembran verwendet wurde. Durch die Verwendung dieses Lautsprechermikrofons war das Gerät natürlich unempfindlicher gegen Feuchtigkeit. Im Gegensatz zu den japanischen Geräten hatte das Gerät eine Gegentakt-Endstufe mit Vorstufe und einen PI-Filter.
Auf dem Einbau von sonst üblichen Transformatoren konnte verzichtet werden. Der Lautsprecherregler war ein Schieberegler ausgeführt, allerdings bewegte er sich über eine Zahnstange, einen mit Zahnrad versehenen Drehpotentiometer. Das Gerät wurde, obwohl es mit einem Stückpreis von damals 400 bis 500 D-Mark deutlich teurer als ein japanisches Importgerät war, vielfach von deutschen Behörden gekauft, da dieses vornehmlich deutscher Produkte erwerben sollte. Ja, natürlich schon mal ein stolzer Preis. Hier sieht man auch noch ja, den Aufkleber und so weiter. Ja, das Gerät hatte auf jeden Fall 100 Milliwatt. Das steht hier. Deswegen werde ich das dann auch nachher an der Antenne dran anschließen. Weil mit 100 Watt, 100 Milliwatt, denke ich mal, werde ich nicht gerade weit wegkommen. Ja, auf jeden Fall ein schönes altes Gerät. Das wollte ich euch eben noch so zukommen lassen, bevor ich überhaupt mit dem Test mache. Damit wir mal so ein paar Informationen haben. So, dann würde ich sagen, komme ich wieder zur Seitenkamera und ja, dann kannst du gleich mit dem Test losgehen. So, ja, dann haben wir das auch schon mal soweit erledigt. Habe ich euch da so ein bisschen was vorgelesen. Ich würde sagen, ich schalte jetzt einfach um und dann machen wir den Test. Genau, bis gleich. Ja, mit dem Test muss ich euch leider enttäuschen, weil meine nächste Station ist der Holger-Wupper-Komet. Wenn er bei seiner Freundin gerade schläft, dann steht er hier hinten irgendwo, also paar vielleicht Luftlinienkilometer. Und da hat das gerade eben ganz, ganz leise geklappt, aber man konnte mich kaum verstehen, also er konnte mich nur erahnen. Und ja, somit bleibt mir nichts anderes über, wie euch jetzt im Prinzip, indem ich nur ein paar Meter weitergehe in andere Zimmer und euch nur einfach mal so einen Modulationstest mache. Am besten hier auf der Grundig CBH 2000. Und danach werde ich dann mit der Kamera ins Wohnzimmer gehen und dann mit der Grundig CBH 2000 funken, mit dem OptiMic und dann die Aufnahme drüben auf der Handpuste machen, wie sich so der Empfang tut. Ja, mehr kann ich leider nicht machen. hätte das Gerät mehr Leistung gehabt. Dann aber, ja, aber hat es leider nicht. Ja, so sieht's aus. Deswegen muss doch der Test ein bisschen anders ja, gemacht werden. Sorry. Ja, das war auf jeden Fall schon mal vom Wohnzimmer aus, wie ich in die Grundig CBH 2000 kam. Also irgendwie bringe ich hier einen Brummen mit, kann natürlich auch von der Grundig her kommen, ich weiß es nicht. Die haben ja eh irgendwie, dass die vom Netzteil her ja, irgendwie einen Brummen mitbringen. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Aber auf jeden Fall habt ihr schon mal die Modulation soweit gehört und ja. Jetzt muss ich nur noch das Gegenstück machen, indem ich das Gerät im Wohnzimmer quasi filme, während ich dann mit der CBH 2000 sende. Und dann haben wir eigentlich das Video auch schon wieder durch. Natürlich reicht das nicht. Neuer Tag, neues Glück. Und ich habe mir überlegt, okay, ich könnte das gleiche Spielchen ja nochmal mit der Stabo
XF4012N machen und ja, dann schauen wir noch mal jetzt, wie sich das jetzt anhört. So, und jetzt nochmal umgekehrt von der Stabe aus zum Gerät, zur Telefunken WT100, ja, nochmal da die Kamera hingestellt. So, ja, den Test habt ihr jetzt auch mitbekommen und ich würde sagen, dann sind wir auch quasi am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, wie gesagt, wer hat schon die Gelegenheit, noch mit so einem alten Funkgerät zu funken, und das funktioniert ja auch noch einwandfrei, ne? Das andere leider nicht, deswegen konnte ich es da nur nehmen. Ja, das andere sendete nicht. Ja. Und wie gesagt, weil ich komisch fand, dass da Kanal 10 drin ist. Ich kannte eigentlich nur von den Einkanal-Handfunksprechgeräten, dass die immer alle auf Kanal 14 waren. Aber da ist Kanal 10 drin, da sende ich und ja, gut, ist halt so. So wie ich das gelesen habe, haben das auch wohl irgendwelche Firmen oder so das eher genommen. Wahrscheinlich ist das vielleicht noch nicht mal so direkt für den CB-Funk rausgekommen, dass da eher Firmen oder irgendwelche Ämter oder sonst irgendwas damit gefunkt haben. Ja, gut, das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt tun. Einfach auf Abonnieren klicken. Wenn du länger drauf drückst, ist dann die Glocke. Und wenn du die auf All machst, dann bekommst du, egal was auf dem Kanal passiert, ob ich ein neues Video hochlade, beziehungsweise wenn das veröffentlicht wird, so, wenn ich nur in der Community schon einen Beitrag schreibe oder live auf dem Stream gehe, wirst du dann auf jeden Fall benachrichtigt werden und verpasst somit eigentlich nichts mehr, was den Kanal betrifft. Ja, ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.